Hey Leute, wir sind am 17. Tag des Speedrun-Projektes und wir haben gestern einen neuen Pokalrekord erreicht, 3665, und heute können wir eigentlich offiziell Road to 4000 starten. Sprich, uns fehlen noch 335 Trophäen momentan. Zu den 4000, ich bin echt gespannt, wie lange wir noch brauchen werden. Heute gerne Richtung 3750, also nochmal 90 Trophäen dazu im besten Fall, mal schauen. Bin ich extrem gespannt drauf und wir öffnen hier gerade erstmal die Silbertruhe. Sperrgebäude. Gold, Ofen, Keinhorde. Gold, Königsrekruten, Kobolddüte, okay. Gold, Bogenschützen, Eisgeist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich habe immer drauf gewartet. Vor 2 Tagen haben wir die legendäre Karte freigeschaltet, die erste, und jetzt haben wir einfach das Glück. Oh mein Gott. Könnt ihr gerne alle nochmal im Chat tippen, welche Karte wir jetzt ziehen? Könnt gerne alle im Chat gerade mal mittippen, noch schnell. gerne alle gerade nochmal tippen. Ich gebe euch noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, go. Es ist einfach die verdammt beste legendäre Karte, die wir hätten ziehen können. Es ist einfach die beste. Es ist einfach der Inferno-Drache. Es ist genau die ich mir gewünscht hätte. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ich komme gerade echt nicht drauf klar. Jetzt haben wir halt statt Musketieren Inferno-Drache. Und Inferno-Drache ist dermaßen geile Karte. Ich weiß, Hunter mit Inferno-Drache passt nicht, aber Hunter ist OP. Glaub mir. Der ist Level 10. Der hat die Kamera hat gelaggt, ich hab's gesehen, egal. Hoffentlich jetzt nicht mehr. Oh nee, direkt Level 11. Oh je, egal. Wir sind top konzentriert jetzt. Funky nach hinten. Musstest du schon Autogramme geben? Nein. Ich habe schon 2-3 Fotos mit Fans machen müssen. Also was heißt machen müssen? Machen dürfen eher. Und ansonsten nichts, ne. Das war aber auch im Red Bull MEO Event. Da habe ich ein paar Fotos gemacht. Ansonsten eigentlich nichts. Inferno Drache ist schon mal richtig OP vielleicht. Ah, wir setzen schnell. Ah, ist in Ordnung. Ich schieb dir meine Dings weg. Und der Funky überlebt? Alter, ich weiß es nicht. Er hat einen Barbaren fast rausgehauen, ne? Das heißt, er hat keinen kleinen Zauber mehr. Ah, die Skami. Ah, schade. Funky? Fast. Ich bin gerade richtig gehypt jetzt. Ich meine, wir haben einfach einen Inferno-Drachen, der ist so krank. Gibt Pfeile, ist in Ordnung. Okay, es geht klar. Ich bin gerade echt überlegen, ob wir sogar vielleicht noch was tauschen sollten, weil Golem ist es halt echt sehr teuer, das Deck jetzt, aber ich weiß es nicht. Ich habe schon Ballon überlegt oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe Inferno-Drachen gerade eben aus einer Goldruhe gezogen. Es ist halt einfach lucky. Also manchmal muss man auch einfach Luck haben für so ein Projekt. Ich überlege gerade, ob wir mal Long oder sowas spielen sollen. Da haben wir halt nur noch Level 7. Ja, das Video. 4000 Pokale nach 17 Tagen, ja. Ich denke aber nicht, dass ich so einen Titel reinschreiben werde. Also sonst ahnen die Leute vielleicht schon, dass ich 4000 knacken werde in dem Video. Das wäre auch nicht so geil. Ah, das wird weh. Weil die müssen wir defen. Oh mein Gott. Geht das klar? Ah, hätte ich nicht machen sollen. Da ist der Golem heute wieder richtig schlecht gewesen, ne? Vielleicht doch wieder Riese spielen. Ich bin schon das letzte Mal überlegen gewesen. Oh, das hat wehgetan. Und er hat einen Inferno-Turm, okay. Das war dumm gespielt von mir, ganz ehrlich. Oh, Skelett, okay. Funky nach hinten. Den Jäger. Und wir bringen davor auf jeden Fall einen Golem. Jetzt bin ich gespannt. Wir seppen den Inferno-Turm. Das ist echt wieder. Oh mein Gott. Komm. Sehr geil. Das kann richtig. Funky. Sehr geil. Skami rein. Hunter rein. Trifft er den Turm? Jetzt. Oh mein Gott, das gibt's echt nicht. Lex nach hinten. Ist egal. Haben wir gewonnen, haben wir gewonnen. Danke für die ganzen Follows. Wir haben jetzt schon 3700 Pokale. Fast. Aber ey Leute, das ist echt unfassbar. Das gibt's halt echt nicht. 3695. Öffne die Silbertruhe, würde ich sagen, ja.
Nachthexe. Nachthexe wäre doch besser. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich finde Inferno-Drache besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gegen ganz viele Magier und Hexen. Da ist die Nachthexe teilweise echt schwach dagegen. Nächster Sieg gibt mir schon 3-7. Ich will es nicht übertreiben, aber wenn es richtig krass läuft, wenn wir jetzt nur gewinnen, dann würde ich sogar vielleicht versuchen, heute schon auf... Oh mein Gott. Alter, was ist das für ein Frost, ey? Der war echt gut, der Frost, muss ich sagen. Das Leider mir ist gestorben. Mega-Ritter wäre geiler. Nein, auf gar keinen Fall. Den finde ich persönlich zumindest nicht so stark. Wobei? Ich spiele ja auch auf meinem, eigenen Level 1-Account, fällt mir gerade ein. Stimmt ja. Vielleicht doch. Vielleicht sogar doch. Stimmt, den könnten wir statt Golem spielen. Stimmt, vielleicht Mega-Ritter wäre vielleicht echt geiler nochmal. Kann sich jetzt alles wünschen hier, ganz ehrlich. Oh, geil. Ich habe jetzt hier nicht gesappt. Das war, glaube ich, ein Fehler, oder? Der hat Schaden noch am Turm gemacht, okay. Ich gehe jetzt hier vor. Ich bringe den Fernungtreffen. Ich weiß, normalerweise macht man sowas nicht, aber ich glaube, in dem Fall könnte es gut werden. Jetzt habe ich wieder Elixier rausgegeben. Funky überlebt. Funky! Er frostet. Oh mein Gott, er frostet einfach. Zappen wir. Skarmid wird jetzt tanken. Und das ist der Turm, das ist 1-0. Das ist das 1-0. Oh, halt. Der Funky hat den Turm. Funky? Nee. Doch. Geil. Bring Jäger Level 10, ich krieg das hin. Zwei Schüsse müssen drauf. Oh, oder? Komm. Na, nicht so optimal. Ich hätte lieber direkt draufsetzen sollen, oder? Na, wer hätte, glaube ich, genauso viel Schaden kassiert. Das nächste Mal, wenn er das Koboldfass bringt, werde ich. Genau. Warten kurz ab. Das werden wir machen. Das ist nämlich überlevelt, das geht klar. Und so kommen wir damit auch echt gut zurecht. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich kann da überhaupt nichts machen gerade. Oh mein Gott, nein, er predicted uns auch noch. Oh mein Gott, das war stark. Okay, der Turm ist verdient, hat er stark predicted. Ich hätte einen Inferno-Drachen gehabt, ich habe es nicht gesetzt. Das ärgert mich gerade ein bisschen im Nachhinein, okay. Okay, Funky nach hinten, Magier ist in Ordnung. Können wir damit schon mal ganz gut wegmachen. Soll ich auf 3 Kronen gehen? Ich glaube eher nicht, oder? Ich soll eher auf 2 gehen, ne? Was ist das denn jetzt? Er kann frosten, egal. Ich glaube, wir bringen Jäger. Ich glaube, er wird vielleicht frosten. Ne, macht er nicht, aber ist in Ordnung. Das ist trotzdem sehr gut für uns. Ich bringe Feuer. Oh mein Gott. Oh Gott, ich dachte kurz. Meine Güte. Holzpredikt? Ne, danke. Sehr gut. Okay. Hexe überlebt ist wichtig. Was machen wir? Wieder ein Funky, ne? Wieder ein Funky rein, ja. Ich glaube, er wird vielleicht frosten. Mal schauen. Ja, oh mein Gott, nein. Ah, der Turm hat gecarried. Jäger, muss einen Schuss kriegen? Sehr, sehr gut, okay. Hexe, er deft es gut. Ja, er ist echt kein schlechter Spieler, muss man wirklich mal sagen an der Stelle, weil ich sehe jetzt keine großen Fehler von ihm bisher. Ich will jetzt hier auch keinen. Nee, kein Golem. Kann ein Pack auf den Funky draufsetzen. Macht er auch genau. Allerdings, er kann jetzt hier nichts machen, stimmt. Der Inferno-Drache kann es hier. Natürlich reinholen. Der ist stark, das gibt's doch gar nicht. Der spielt das echt gut bisher aus, gibt's doch echt nicht. Ich brauche hier eine Skarmid schnell, sonst. Ja, noch keine Truppe. Ich glaube, es wird ein Unentschieden, ganz ehrlich. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Das war ein schlechter Frost. Ich bring noch einen Funk hier rein. Ja, das ist halt auch Eis mit der Frost, ja. Massiven Zivilkarte, leider. Okay. Funky! Oh mein Gott, wir gewinnen das einfach. Ich fasse es nicht. Was war das denn für ein Spiel? Wir sind jetzt schon mal über 3-7. Es läuft gerade eh. Natürlich läuft es richtig gut. Wir haben einfach eine Magietruppe auch noch. Leute. Ich glaube, wir jammen die ja auf, oder? Unter Umständen. Ich weiß, es sind 72 Juwelen, aber das Ganze läuft ja eh nur bis 4000. Wir machen es erstmal weiter. Ich glaube, wir jammen die noch auf. Oh mein Gott, ich bin jetzt richtig gehypt. Ich glaube, ich mache gleich sogar noch eine neue Ankündigung, in der ich nochmal sage, dass wir vielleicht auf 4000 pushen. Weil, ganz ehrlich, es ist jetzt sehr spontan, aber ich glaube, es kann halt echt klappen. Und ich weiß nicht, vielleicht machen wir es auch lieber morgen. Ich weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht alles auf einmal machen, irgendwie. Und es wird ja schon noch relativ lang dauern. Wir schauen mal. Also, wenn es zu lang dauert, vielleicht verlieren wir jetzt auch ein paar Mal. Dann würden wir jetzt einfach aufhören. Dann würden wir wahrscheinlich morgen die Magietruhe dann öffnen und vielleicht das Ganze schon schaffen können. Mal schauen. Ich denke nicht, dass wir es heute noch machen. Nee. Das wäre jetzt auch zu spät, glaube ich fast. Aber ich glaube, wir werden es morgen dann schaffen. Ganz ehrlich. Was ist der Funke wieder? Ah, schade. Zappen sollen. Egal. Ich weiß es halt echt gerade nicht. Magietruhe können wir dann morgen öffnen. Bestimmt. Dann kann ich die über Nacht nämlich auf dann öffnen lassen. Ich weiß halt gerade nicht. Ich überlege halt gerade, ob es vielleicht so geschickter wäre.
ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so entscheidend. Ob ich jetzt morgen oder heute öffne? Das ist so krank gerade. Oder wir können halt echt eigentlich aufchampen, ich weiß gerade gar nicht. Hunter. Schieß. Kacke. Ja, ich glaube. Also ich glaube, heute werden wir es nicht hinkriegen. Aber es ist zu krank. Ja klar, schreiben es alle heute rein. Wenn ich jetzt im Livestream die Leute frage, ist ja logisch, dass ich es alle heute reinschreibe. Ist ja logisch. Das war jetzt keine Frage. Tut mir leid. Ist ja logisch, dass die alle heute im Stream wollen. Ist ja klar. Geht mir jetzt um die Taktik. Selbsthof. Wisst ihr, wenn wir eh nicht heute pushen, dann können wir die noch morgen öffnen. Dann hätten wir eine bessere Folge morgen. Deswegen. Jetzt haben wir keinen Sepp mehr. Ah, oh mein Gott. Ah, ist am Dings dran. Feuerball war schlecht. Ne, Feuerball war gut. Ah, er dreht sich um, ne? Ja, ja. Das ist ein schwieriges Spiel. Ein Golem kann noch rein. Es ist noch nicht vorbei. Alles gut. Er frostet natürlich, klar. Level 11er Schwein. Wir müssen mal 2 reingehen. Ist okay. Wir dürfen nicht seppen eigentlich. Wir dürfen nicht seppen. Ich kann es gar nicht fassen. Ja, das, genau deswegen. Schieß. Ja, das war's. Bitter. Sehr, sehr bitter. Nächste Legi aus Magietruhe, das ist halt krank. Es ist nicht ausgeschlossen, es ist auf jeden Fall drin. Das ist gar nicht dran. Der Frost ist okay, ist geklappt. Ah, das gibt's echt nicht. Ich kann den Speedrun noch ausbauen, ich weiß, aber nee. Glaub mir, das wird nervig. Wir haben den Free-to-Play-Account, ich würde es eigentlich nicht ausbauen. Auf was sollten wir es aus dem Ausbauen? Auf welche Höhe? Wir öffnen jetzt erstmal die Kronentruhe, ich bin echt geflecht von der Folge bisher, das ist echt. Königsriese. Ich stell dir mal vor, wir hätten noch eine gezogen, ne? Jetzt hier. Bowler. Na, brauchen wir nicht.